Gemeinde. Seit dieser Statthalter des verborgenen Imam gestorben ist, ist auch der religiöse Eifer, zumindest in der Hauptstadt Teheran, zum Erliegen gekommen. Als im Juni 2009 Hunderttausende auf die Straße gingen, um gegen die Wiederwahl des Präsidenten Ahmadinejad zu protestieren, haben viele daran gezweifelt, ob die Islamische Republik Iran Bestand haben würde. Der oberste geistliche Führer, Ayatollah Khamenei, verfügt bei weitem nicht über das Charisma, die geradezu prophetische Ausstrahlung seines Vorgängers Ruhollah Khomeini. Aber Teheran stützt sich inzwischen auf andere Kräfte als die schiitische Geistlichkeit. In den Revolutionswächtern, in der ideologisch verhärteten Elitetruppe des Regimes, den Pasdaran, sehen die Experten ein zum Äußersten entschlossenes Potenzial, das amerikanischen oder israelischen Angriffen widerstehen könnte. Mit der Sperrung der Straße von Hormuz am Ausgang des Persischen Golfes durch Schnellboote und Raketen, durch die Versenkung von ein paar Riesentankern, wäre die Islamische Republik Iran in der Lage, die weltweite Petroleumversorgung aus den Angeln zu heben. Im Westen wird immer wieder behauptet, die Islamische Republik Iran sei der große Brandstifter im Orient, und andere stehen ziemlich ratlos vor den Rätseln, die das Regime von Teheran zweifellos aufgibt. Aber eines ist sicher: Als der Iran des Ayatollah Khomeini von Saddam Hussein angegriffen wurde, hat der Imam auf den Bau einer Atombombe verzichtet. Und es gibt auch eine Fatwa von höchster geistlicher Autorität, die besagt, dass die Atombombe unislamisch ist. Andere mögen hingegen denken, dass der Iran, der umgeben ist von mehr oder weniger feindseligen Staaten und Armeen, die über die Atombombe verfügen, seinerseits über ein nukleares Abschreckungspotenzial verfügen müsste. Der ganze Orient bewegt sich in Richtung auf einen Zustand von Chaos und Anarchie. Man denke nur an den Irak, wo nichts geregelt ist, oder an Afghanistan, das am Rande des Abgrundes steht, oder auch an Pakistan und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in Zentralasien. In diesem Umfeld erscheint die schiitische Republik Iran als ein Element der Stabilität, auf das man eines Tages vielleicht zurückgreifen muss, um eine Konsolidierung der ganzen Region zu erreichen. Aber um das zu erkennen, ist der Westen noch nicht reif.